Liebe Tier- und Naturfreunde, der Frühling ist die Zeit, in der sich die meisten heimischen Tiere vermehren. Und viele Tiere tun es ganz heimlich und versteckt und wir bekommen wenig davon mit. Und andere Tiere machen das ganz offensichtlich. Und noch dazu zusammen in großer Zahl. Dazu gehören viele Fische. Hier zum Beispiel hinter mir befindet sich der Laichplatz von einem Fisch mit einem lustigen Namen. Er hat den Namen eines menschlichen Körperteils. Es ist die Nase. Im Frühjahr versammeln sich die Weibchen und die Männchen im ganz flachen Wasser, um dort Eier und Sperma abzugeben. Und warum machen die das? Nun, im Fluss sind die Temperaturen kühl und es ist dunkel. Und hier oben ist das Wasser flach, sehr stark mit Sauerstoff durchmischt. Und hier sind die Temperaturen höher. Hier wächst jetzt gleich mehr Startnahrung für die Fischlarven, die schon nach wenigen Tagen aus den Eiern schlüpfen. Und warum laichen die in dieser starken Strömung ab? Warum werden die Eier nicht weggetrieben mit der Strömung? Nach dem Abgeben der Eier quellen dieselben auf und werden für eine bestimmte Zeit lang klebfähig und bleiben dann an den Steinen im Lückensystem am Flussboden kleben. Einst war die Nase so häufig, dass sie in ganz großer Zahl von den Menschen mit Körben zur Leichtheit aus dem Wasser geschöpft wurde. Man hat damit die Felder gedüngt, man hat damit die Schweine gemästet, weil sie zu Millionen unsere Flüsse besiedelt hat. Im Zuge der Einleitung von häuslichen Abwässern und auch Industrieabwässern und natürlich auch im Zuge der Einschwemmung von Sedimenten, von Schlamm und Erde und Lehm, der die Flusskiesel verstopft, wo sich dann die Eier nicht mehr entwickeln können, ist die Nase, so wie viele andere Fische, leider sehr selten geworden, sodass Laichplätze wie dieser hier gezählt sind. Aber es ist noch nicht zu spät für die Nase. Und Behörden und Fischereivereine haben reagiert. Die Laichplätze sind streng geschützt. Wir sind dankbar, dass wir hier drehen dürfen und hoffen, dass dieser wunderschöne Fisch nicht verloren geht, sondern wieder häufiger wird.